Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt gar nicht so sehr verändern. Statement Professor Dr. Hartmut Hirsch-Kreinsen, ehemaliger Professor an der Technischen Universität Dortmund. 6. August 2018, Berlin. Auf was müssen Unternehmen achten, wenn sie die Kooperation zwischen Mensch und Maschine gestalten? Also wir argumentieren mit unseren Studien und unseren Gestaltungsempfehlungen in eine Richtung, die nennen wir komplementäre Gestaltung. Das heißt, die Mensch-Maschine-Interaktion, das halte ich für das ganz zentrale Thema der nächsten Jahre auf den unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur im industriellen Betrieb. Die Mensch-Maschine-Interaktion muss sich danach richten, nach der Frage, was kann die Technik in bestimmten Situationen, was kann der Mensch in bestimmten Situationen und wie kann gewissermaßen eine stabile, vor allen Dingen für menschliche Arbeit zufriedenstellende und handlungsfähige Situation hergestellt werden. Also man darf nicht technikzentriert vorgehen, sondern nach dem Motto, wir haben jetzt die neuen intelligenten Leichtroboter, die können demnächst alles, also los. Sondern wir müssen sehen, was für Situationen treten auf, was kann der Mensch leisten, was braucht der Mensch. Und vor allen Dingen, es gibt immer Sondersituationen, Störsituationen, die beherrschbar sein müssen. Welche Rolle spielen Experimentierräume, die in Unternehmen oder Organisationen eingerichtet werden? Ich würde sagen, wenn Unternehmen bereit sind, also Experimentierräume, neue Arbeitsorganisationsformen zu üben, oder die viel zitierten Lernfabriken zu realisieren, ist das ein ganz wichtiger Punkt, um eben Erfahrungen zu sammeln, was ist möglich. Denn ich glaube, viele Betriebe verfahren im Hinblick auf die Einführung neuer digitaler Technologien zwar schrittweise und allmählich, aber das geht so irgendwie in einem Prozess, den wir auch als Muddling through bezeichnen. Man drückt das in den laufenden Prozess hinein, die neue Technologie, und macht sich wenig systematisch Gedanken über Alternativen der Arbeitsorganisation und der Arbeit. Und diese Experimentierräume eröffnen im Prinzip ganz große Vorteile im Hinblick auf das Ausprobieren und das Testen. Was ist möglich? Was wollen die Beschäftigten? Spielen sie mit? Was hält das Management für richtig und was sagt der Betriebsrat dazu? Welche Vorkehrungen muss man treffen, bevor man anfängt zu experimentieren? Ja, man muss die Leute mitnehmen vor allen Dingen. Man muss die Leute überzeugen. Also das kann keine Anweisung von oben herab sein, sondern das muss sozusagen im Laufenden, auf der operativen Ebene, im laufenden Prozess getragen werden. Das ist ganz entscheidend. Und man braucht natürlich sozusagen die Zustimmung des Betriebsrats, aber das ist zudem eine formale Geschichte. Ich denke, kein Betriebsrat wird sich da wehren. Experimentierräume.de ist ein Projekt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Wie experimentieren Sie? Schreiben Sie uns und skizzieren Sie Ihr Projekt und Ihre Erfahrungen auf unserer Plattform.